Herzlich willkommen zu den Game News. Erstmal vielen Dank an euch für das viele Feedback, das ihr mir letzte Woche unter dem Video dagelassen habt. Viele von euch wollten eventuell ein neues Intro oder das Licht war ein bisschen zu grell. Gegen das Licht kann ich sofort was machen. Na, besser? So ist schon besser, oder? Zu dem Intro überlege ich mir noch was, das kann aber noch ein wenig dauern. Jetzt aber erstmal zum wichtigsten Teil dieser Sendung, zu den Game News. Es könnte bald ein DLC für GTA 5 anstehen. Die Gerüchteküche brodelt ja förmlich über und die Chancen stehen nicht schlecht, dass San Andreas bald von Untoten überrannt wird. Der Modder Chrome Xmods hat im Quellcode des Spielmenüs einen Menüpunkt mit dem Titel Dead gefunden, der beim Anklicken das Spiel nach Inhalten mit dem Namen SP Zombies absucht, wobei SP hier für Singleplayer stehen könnte. Ja, diese Quellcode-Detektive. Aber nachdem Rockstar bereits für Red Dead Redemption ein Undead Nightmare DLC rausgebracht hat, liegt so ein Untoten-Szenario für GTA 5 schon nahe. Wobei ich da lieber selber der Zombie wäre und San Andreas Bewohner infizieren möchte. Das wäre doch mal ein erfrischendes Set. Neue Gerüchte gibt es übrigens auch um das Release-Datum für die PC-Version von GTA 5. Es soll der 14. November werden, denn so wurde dieses Produkt bei Amazon gelistet. Der Publisher hat dazu noch nichts bestätigt, aber zur Gamescom werden wir da bestimmt mehr erfahren. Ubisoft schmeißt mit Assassin's Creed-Titeln ja nur so um sich. Naja, eigentlich sind es ja nur zwei. Wir hätten da zum einen Unity, das kommt im Oktober raus. Und da wissen wir seit dem Game Informer, dass die Menschenmassen mit bis zu 30.000 NPCs darstellen können. Was echt beeindruckend ist, aber das will ich erstmal sehen, bevor ich es glaube. Und seit letzter Woche wissen wir auch, wie der PS3 und Xbox 360 Ableger heißt. Nämlich Assassin's Creed Rogue. Und das bedeutet so viel wie skrupellos. Skrupellos scheint auch der Hauptcharakter Shay Patrick Cormack zu sein, der nach einer fehlgeschlagenen Mission den Assassinen den Rücken zugewandt hat und als Templer auf dem blutigen Pfad der Rache stapft. Zeitlich spielt Rogue im 18. Jahrhundert während des Siebenjährigen Krieges in Nordamerika. Es scheint also ziemlich düster zu werden und wie in Assassin's Creed 4 werden wir auch wieder aufs Meer fahren, nur diesmal unter eisigen Bedingungen. Das Einzige, was der 360 und PS3 Ableger nicht bekommen wird, ist ein Multiplayer-Teil. Aber das finde ich persönlich nicht so schlimm, denn ich habe den sowieso nie angefasst. Rogue liefert mir allerdings einen Grund, meine alten Konsolen wieder anzufassen, denn ich habe bis jetzt jeden Assassin's Creed Teil gespielt, auch auf der PSP, und deswegen möchte ich Assassin's Creed Rogue auch diesmal nicht missen. Wenn es um die Grafik geht, dann kennen wir Videospieler keine Gnade. Wehe, es ist auch nur ein Pixel verschwommen. Tja, und klagewütige Amis, die kennen bei diesem Thema auch keine Gnade. So hat die Kanzlei Edison Klage gegen Sony eingereicht, da diese laut der Anklage irreführendes Marketing in Bezug auf die Full-HD-Grafik in Killzone Shadowfall betrieben hat. So wurde mit einer 1080p-Auflösung beworben, jedoch ist diese im Mehrspielermodus von Shadowfall nicht vorhanden. Und deswegen soll Sony gleich mal 5 Millionen Dollar Schadensersatz zahlen. Ich möchte an dieser Stelle auf die tragische Geschichte des Opfers hinweisen. Es geht um Douglas Lader. Musik bitte. Am 3. Mai 2014 hat Douglas Killzone beim Best Buy für 49,99 US-Dollar erstanden. Vor dem Kauf hat sich das eben genannte Opfer bei mehreren Seiten versichert, dass Killzone eine 1080p-Auflösung liefert, auch bei Multiplayer. Aufgrund der Recherche entschloss sich das eben genannte Opfer, sich bei Best Buy ein Killzone zurücklegen zu lassen. Denn er musste tatsächlich zum Geschäft hinreisen, um eben den Kauf abzuschließen. Harter Kerl. Vor dem Kauf hat das Opfer die Spieleverpackung nochmal genau untersucht, um sicherzustellen, dass da auch 1080p draufsteht. Denn das Opfer hat immerhin auch einen Fernseher, der in Full HD ausstrahlen kann. Nachdem das Opfer die Packung aufmachte und damit die Umtauschoption verlor, musste das Opfer feststellen, dass der Multiplayer keine Auflösung von 1080p hatte. Stattdessen war die Grafik verschwommen. Und hätte der Kläger gewusst, dass der Multiplayer nicht auf 1080p läuft, dann hätte er für Killzone Shadowfall weniger bezahlt bzw. es erst gar nicht gekauft. Okay, irgendwie kann ich die Beschwerde ja ein wenig verstehen, dann hätte Sony eben draufklatschen müssen, dass es eben diese 1080p nicht im Multiplayer gibt. Aber mein Gott, gleich auf 5 Millionen Dollar zu verklagen, welcher Mensch hat denn nichts Besseres zu tun als... USA! USA!
USA! Eigentlich mag ich die Staaten ja, aber wenn es ums Verklagen geht, übertreiben die Amerikaner doch ein wenig. Aber was meint ihr? Ist es eine berechtigte Klage? Hat ein Großkonzern wie Sony es verdient? Oder ist es einfach nur reine Geldmacherei seitens der Rechtsanwaltskanzlei? Eure Meinung gerne unter dieses Video. Jetzt aber zu den Quick News. Freudige News für Horrorliebhaber der alten Schule. Das erste Resident Evil wird Anfang 2015 als HD-Remake für PS3, 360, PS4, Xbox One sowie für den PC erscheinen. Auf der spanischen und britischen Seite von Amazon sind Produkteinträge zu einer PC-Version der kommenden Halo The Master Chief Collection erschienen. So schnell wie sie da waren, sind sie auch wieder verschwunden. Und ob es ein Irrtum seitens Amazon war oder sich Maus- und Tastaturfreunde doch freuen können, wird sich hoffentlich auf der Gamescom klären. Aktuellen Hinweisen nachzuurteilen, könnte es im finalen Battlefield 4 DLC Final Stand fahrbare Snowboards geben. Der Reddit-User Leak the Controller, der auch schon Hardline und Details zum Dragon Teeth DLC voraussagte, entfachte mit seinem Post die Snowboard-Gerüchteküche. Glaubwürdig oder nicht, lustig wäre es auf jeden Fall. Übrigens könnt ihr bis zum 14. August Battlefield 4 kostenlos auf Origin herunterladen, habt aber nur eine Spielzeit von einer Woche nach dem ersten Start. Auch kostenlos erhältlich und mein Spieletipp der Woche, Expendables, eine Mischung aus dem Indie-Tipp Broforce und dem Film Expendables, das ihr für lau auf Steam abgreifen könnt. Während der Gamescom solltet ihr unbedingt ein Auge auf BioWare werfen. Die haben nämlich schon auf dem YouTube-Kanal You've Been Chosen 3 mysteriöse Teaser zu einem noch unbekannten Projekt veröffentlicht. Die Enthüllung soll auf einem Fan-Event im Kölner Marriott Hotel stattfinden. Und zwar von 15 bis 19 Uhr am Mittwoch, den 13. August. It's not my fault. Damit wäre ich auch schon durch mit den News für diese Woche. Und diese Woche findet ja auch die Gamescom statt. Ich hoffe, ich sehe viele von euch in Halle 10.1. Da könnt ihr uns nämlich finden. Und für alle, die leider nicht kommen können, wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.